clever. Das sind wieder mal drei. Freunde, die letzten Wochen habe ich es euch ja immer wieder angeteased und heute kann ich euch endlich das Projekt vorstellen, an dem wir seit Monaten auf Hochtouren arbeiten. Wie ihr wisst, feiere ich die E-Sport-Szene in Squadbusters extrem. Aber selber würde ich es halt mit meiner spielerischen Leistung niemals schaffen, irgendwas zu reißen. Aber es gibt ja noch andere Mittel und Wege und ich habe, glaube ich, den geilsten Weg für mich gefunden, ein Teil davon zu sein. Dazu gehörte bisher ja immer das Casten und Kommentieren der Turniere und ab heute ist es offiziell, Leute, ich habe mein eigenes E-Sport-Team. Zu so einem Team gehört natürlich noch viel mehr, als ein bisschen vor der Kamera zu sitzen und euch zu unterhalten. Deshalb sitze ich heute auch nicht alleine hier, sondern habe den guten Kiddy an meiner Seite als unseren Teammanager. Ja, ganz genau. Schon 2022 hatten Tsai und ich die Idee, in den E-Sports-Bereich zu gehen. Aber naja, ihr kennt ja die Story von all den Supercell-Beta-Games. Doch jetzt mit Squadbusters haben wir endlich die Möglichkeit, mit den besten deutschen Spielern dieses Projekt anzugehen. Und genau deshalb möchten wir als erstes deutsches Team nicht nur die Squadbuster-Szene in Deutschland aufbauen, sondern auch prägen und im besten Fall unsere Jungs irgendwann auf der großen Bühne spielen sehen. Mit unseren Jungs meinst du ja hoffentlich nicht mich, Kiddy, denn wie ich spiele, ja, das wissen die Leute, das ist ganz gut für Twitch, für mehr aber auch nicht. Wie du spielst, werden die dann in deinen Streams auch noch sehen. Das überlassen wir besser den Profis und die stellen sich natürlich gleich auch noch vor. Neben den Spielern haben wir dann auch noch eine Grafikerin und einen Eventplaner und natürlich euch als Community und ihr seid das Wichtigste. Deswegen haben wir auch Social Media Kanäle aufgebaut. Die blenden wir euch hier gerade mal ein und es wird zwei fette Giveaways zum Start geben und ich glaube, da kann euch Kiddy ein bisschen mehr sagen als ich. Zum einen gibt es dieses Trikot, welches ihr gewinnen könnt, was bisher nur wir haben. Dafür müsst ihr dieses Video liken und kommentieren und schon seid ihr in der Verlosung mit dabei. On top gibt es 1 Million Gold, welches ihr auf unserem X-Kanal gewinnen könnt. Genau, und auf X gibt es halt nicht nur dieses Giveaway, sondern es wird immer mal wieder Pass-Giveaways geben. Ihr werdet dort unsere Standings erfahren, also wenn wir beim Turnier mitgemacht haben, wie wir abgeschnitten haben, bei welchen Turnieren wir mitmachen und alles drum und dran, alles was halt mit dem Team zu tun hat. Und wir werden noch einen Instagram-Account aktiv führen. Link packe ich euch einfach mal unten in die Videobeschreibung. Und deswegen würde ich mich einfach darüber freuen, wenn ihr uns zum Start unterstützt und mal einen Follow da lasst. Und jetzt würde ich sagen, haben wir beide genug geredet? Das ist unser Team. Und da bin ich doch schon wieder, Freunde. Aber von mir nur ganz kurz. Ich werde das Team leiten, den Spielern ihre verdiente Plattform geben und für euch die Turniere casten. Wie Tsai bereits gesagt hat, bin ich der Mann für das Unangenehme. Als Teammanager kümmere ich mich um Spielerverträge und nehme Kontakt mit potenziellen Sponsoren auf. Des Weiteren streame ich selber auf Twitch, also schaut gerne mal vorbei. Hallo ihr Lieben, ich bin Karina, das erste andere Gesicht hier und ja, ich bringe direkt ein bisschen Multiflair mit. Meine Mission, Grafiken und Designs zaubern, damit unser Team noch hübscher wird und wenn mal der Schuh drückt, bin ich diejenige, die mit einem offenen Ohr und vielleicht einem Keks zur Seelsorge bereitsteht, denn manchmal ist ein schöner Entwurf nicht genug, da braucht es auch etwas Herz. Hallo Freunde, ich bin Mario und veranstalte die größten Squadbusters-Turniere auf dem Psycho-Discord-Server. Wenn du dabei sein möchtest, join jetzt unseren Discord-Server. Wir haben Großes vor. Moin Leute, ich bin... Oh, warte mal. Das ist ja das falsche Outfit. So, jetzt sieht's richtig aus. Moin Leute, ich bin Janosch. Vielleicht kennt mich der eine oder andere von euch ja schon von einigen Psy-Turnieren oder von internationalen Turnieren, wo ich das ein oder andere Mal ganz gut abgeschnitten habe. Ja, ich bin der Teamkapitän von unserem Team. Das heißt, meine Aufgaben sind Scrims organisieren, Turniere suchen und uns dafür anmelden, wenn es Teamturniere gibt oder halt allen anderen den Anmeldelink schicken. Ich hoffe, das wird ein geiles Ding hier und mal schauen, wer noch so im Team ist. Ich bin Mauze und ich konnte mich schon bei einigen Turnieren durchsetzen. Neben meiner Spielertätigkeit kümmere ich mich um die Socials und außerdem bin ich ein Coach des Squadbusters. Wir sehen uns. Peace out. Moin, ich bin Sascha und auch wenn ich vielleicht nicht so aussehe, der wohl aggressivste Spieler von uns, zumindest in Squadbusters, versteht sich, so konnte ich durch meinen aggressiven Spielstil den ein oder anderen Topspieler bereits in der Vorrunde schon brechen. Aber wir sind damit noch nicht am Ende.
Low-Budget-Spieler und mit miesem Kistenpech hat man es nicht immer leicht in Squadbusters? Nein, Psy, das werde ich so nicht sagen. Ich bin Bulldogge und der ein oder andere kennt mich eventuell auch schon aus den Turnieren. Meine Level-3-Truppen haben mich schon das ein oder andere Mal in ein Finale gebracht und spätestens mit Level-4-Truppen können sich unsere Gegner sehr warm anziehen. Mein Name ist Dustin, ich gehöre zu den Top-Spielern der Squadbuster-Szene. Ich analysiere jedes Spielverhalten bis ins Detail. Außerdem habe ich jeden führenden Spieler genau im Blick. Es gibt keine Taktik, die mir unbekannt ist, denn ich kenne sie alle und weiß, wie man sie meistert. Ja, Freunde, das war unser Ankündigungsvideo und das war erst der Anfang. Wir haben so viel mit euch geplant. Wir werden versuchen, jedes Turnier zu rocken. Die Jungs haben richtig Bock. Es wird mega, mega geil. Ich habe auch schon einige Videos mit den Jungs zusammen geplant. Und jetzt freue ich mich erstmal darauf, gleich live zu sein und mit euch über dieses Video hier zu reden. Ich denke, da wird es bestimmt die eine oder andere Frage geben. Wir sehen uns wie gewohnt morgen mit einem weiteren Video. Haut rein, meine Freunde. Bye, bye. Euer Star.